Frauke Gerlach, die Direktorin des Grimme-Instituts. Herzlich willkommen. Yeah. Guten Abend. Frau Gerlach, richtig oder falsch? Das Netz hat die politischen Spielregeln unwiderruflich verändert inzwischen. Wenn wir den Zusatz, die kommunikativen Spielregeln hinzuführen, würde ich sagen, richtig. Macht Ihnen das Angst oder freut Sie das? Also es ist sicherlich beides. Also zum einen freut mich natürlich ein produktiver Dialog. Ich bin ein Kind der 80er Jahre, der neuen sozialen Bewegung. Also das, was von der Straße kommt, der Politik, den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern auch die Meinung sagen, Inhalte reflektieren, es ist ganz wichtig. Das ist jetzt im Netz noch mit einer Wirkmacht, die unglaublich ist. Also insofern ist es ein demokratischer Prozess, ein guter Prozess. Es macht aber auch zugleich Angst, wenn wir eben Hetze sehen, die zu Gewalt eben auch motiviert und aufruft und mit hin bis zu dem Mord an den Regierungspräsidenten Lübcke jetzt ganz aktuell macht es eben auch Angst, weil es befeuert nicht nur die Guten, sondern eben auch die Bösen. Wir hatten sehr viele Diskussionen in diesem Jahr im Netz, wie viel man Einfluss nehmen kann. Und da gab es auch ein paar Politiker, die das, glaube ich, noch nicht so richtig geschnallt haben. Wie viel Ignoranz und Arroganz würden Sie da auch manchmal der Politik unterstellen? Also weder das eine noch das andere. Ich glaube, man hat es im Grundsatz schon auch verstanden. Aber was ich eben gerade so angedeutet habe, die Wirkmacht, die dahinter steht, und manchmal kommen die Dinge einfach zusammen. Es ist ja nicht steuerbar, es ist auch im Netz nicht steuerbar, aber es ist eben eine ungeheure Wirkmacht. Und ich denke, die wird immer noch unterschätzt. Mhm. Es gibt die Wirkmacht der Straße und es gibt die Wirkmacht des Netzes. Es gibt eine Studie, und zwar von Ihnen, vom Grimme-Forschungskolleg. Und da zeigt sich, dass unter den Online-Medien, wenn es um Informationen geht, wenn es um politische, gesellschaftliche Themen geht, Jugendliche sich vor allem bei YouTube schlau machen. Haben da die klassischen Medien den Zug verpasst? Die gute Nachricht für die klassischen Medien ist erstmal... Nicht alle sind 16. Nicht alle sind 16, auch das ist eine gute Nachricht und sie werden auch älter. Aber die gute Nachricht ist, dass sozusagen das Fund Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Objektivität voll auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auf die Tageszeitungen einzahlt. Also das zeigt diese Studie auch. Der Wermutstropfen ist halt, sie werden halt nicht gesehen oder wenig gesehen, sondern man geht tatsächlich zu den YouTuberinnen und YouTuber, informiert sich über Weltgeschehen, Meinungen und politische Ereignisse, weil es unterhaltsamer ist, weil es mehr Spaß macht, weil da eben auch die Freundinnen und Freunde unterwegs sind, man unterhält sich drüber. Aber ich denke, die Schritte, die gemacht werden, und Sie haben es ja auch am Anfang auch so sehr leidenschaftlich gesagt, auch für jemand oder als jemand, der für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, sehen wir mit so einem Weg, den die öffentlich-rechtlichen Sender gehen mit Funk, dass wir dort eben Ansätze sehen, wo wir genau diesen Scharnier oder ein Scharnier finden zwischen dem, was auf YouTube passiert, aber auch mit dem Qualitätsanspruch, den wir an Medien haben und auch bei Tageszeitungen. Der Tagesspiegel beispielsweise, ich meine, der Newsletter wurde vor 3 Jahren, glaube ich, hier mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet und hat Zuwächse zu verzeichnen. Also auch das sind Wege, es ist mühsam, aber die Mühsal ist wichtig. Die großen Häuser sind heute vertreten, aber nicht nur, das macht es natürlich auch so besonders. Vielen Dank, Frauke Gerlach. Vielen Dank.